Lektion 163. Es gibt keinen Tod, Gottes Sohn ist frei. Und scheint das nicht unmöglich zu glauben, dass es keinen Tod gibt. Nun, ich habe den Tod überwunden. Ich lebe weiter. Ihr habt gelebt vor diesem Körper. Ihr lebt in diesem Körper, aber ihr seid nicht dieser Körper. Und ihr werdet leben, wenn dieser Körper seine Nützlichkeit aufgegeben hat oder verloren hat. Der Tod ist eine illusorische Idee. Der Tod existiert nicht. Ihr erzählt eine Geschichte über den Tod. Und ja, ihr verehrt den Tod. Schaut auf eure Fernsehshows. Welche sind die populärsten? Die mit Mord. Aber ich schaue mir das ja wegen dem Drama an, würdest du sagen. Nein, es gibt eine Faszination mit dem Tod. Und du kannst das auch in deiner Faszination mit Krankheit sehen. Wie schnell erzählst du jemanden, dass es dir nicht gut geht? Wie schnell erzählst du jemanden von dem Schmerz, den du hast? Und du wünschst es mit jemandem zu teilen, um es ihm aufzuerlegen. Diese Wahrheiten sind nicht leicht zu hören. Denn ihr glaubt so vollständig daran. Und ihr glaubt, dass ihr sterben werdet. Und so ist es wahr. Ihr werdet sterben in der Form, in der ihr daran glaubt. Ihr werdet nicht sterben. Euer Bewusstsein wird weiter existieren, dem der Körper von euch abgefallen ist. Aber es muss nicht in dieser Weise geschehen. Es ist mir nicht geschehen. Ich starb nicht am Kreuz. Ich verließ meinen Körper und machte mir einen neuen. Ich war nicht verdammt, noch in der sterblichen Form zu existieren. Ich hatte einen Zustand von in meiner Entwicklung erreicht, der es mir erlaubte, die physische Form zu meistern, also die physische materielle Form zu meistern. Meine vollständige Ausrichtung mit der Liebe und meine vollständige Verbindung mit dem Göttlichen befreit dich von der Last des Todes. Und es ist für alle von euch da, dass ihr es nehmt, aber ihr müsst aufhören, an den Tod zu glauben. Und ihr müsst aufhören, es als eine Unvermeidlichkeit zu sehen. Wir möchten, dass ihr heute beginnt, euch eine andere Geschichte zu erzählen. Ich kann den Tod überwinden, könnte euer Mantra sein. Der Tod ist eine Illusion, könnte euer Mantra sein. Es ist nicht wahr, könnte euer Mantra sein. Der Tod ist nicht wahr. Ich habe gelebt vor diesem Körper. Ich lebe in diesem Körper. Ich bin nicht dieser Körper. Und ich werde weiterleben für immer und ewig. Amen. Der Tod ist der große Sensenmann, den das Ego nutzt als Beweis, dass Gott nicht real ist. Und das ist der Grund, warum eure Welt für euch so verwirrend ist. Denn dieser Platz der Trennung, in den ihr hier gekommen seid, dieser Ort der Trennung, in dem ihr den Tod verehrt und in dem ihr die ganze Zeit darüber redet, dieser Ort wurde nicht von Gott gemacht. Es ist ein Ort, an dem ihr gewählt habt, hier hinzukommen, um eure Götzen zu verehren und eure Idole und nach ihnen zu jagen und den karmischen Zirkel, den karmischen Kreislauf fortzusetzen. Wir möchten, dass ihr aus diesem Kreislauf aussteigt und dass ihr davon befreit werdet. Aber ihr müsst das in einer Lebenszeit tun. Es wird nicht in eurem Leben nach dem Tod geschehen, wenn ihr es in eurem Leben nicht geglaubt habt. Also beginnt heute eine neue Geschichte über den Tod zu erzählen. Beginn dir selbst zu erzählen, dass es nicht real ist, auch wenn du es im Moment noch nicht glaubst. Und beginnt mit diesen neuen Glauben und Ideen, Erfahrungen zu sammeln und zu experimentieren. Sie sind in der Tat machtvoll, schwer zu glauben, aber wahr. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und wir sehen uns morgen wieder.